Hallo Bohrfreunde bzw. Reptilienfans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BK Bohrs. Welcome to the Nature. Ja, heute ein bisschen anderer Slogan. Welcome to the Nature, ganz klar. Ich züchte und vermehre und halte ausschließlich nur reinrassige Surinam-Tiere bzw. Guyana-Tiere. Und dachte ich mir, heute ist ein schöner Tag und ich mache ein neues Upgrade von meinen Pink Lady Linie. Pink Lady Linie, kurze Information, die wohl mich noch nicht so kenne. Pink Lady Linie ist ganz klar meine eigene Zuchtlinie. Da habe ich meine zwei schönsten Wildfangtiere, wo ich in den letzten 10 Jahren gefunden habe, habe ich miteinander verpaart. Und daraus sind meine Pink Ladies entstanden. Pink Ladies, ganz klar, wie der Name sagt, die Tiere weisen extrem viel Pink bzw. lila an Flanken auf. Ja, jetzt mögen manche Leute sagen, ah ja, das habe ich bei meiner Surinam-Guyana auch. Ja, das ist richtig, aber ich mache das Hobby jetzt schon seit über 12 Jahren und habe nur reinrassige Tiere und ich kann euch sagen, die Tiere sind schon ziemlich spektakulär und deswegen auch der Name Pink Ladies. Und die Tiere sind jetzt genau ein Jahr alt und ich dachte mal, ich mache euch ein Upgrade, wie sich die Tiere so entwickelt haben. Ich habe es ja schon oft in vielen Videos beschrieben. Kotzen, sonstliche irgendwas, Sterberate, Blödsinn. Bei mir ist so gut wie noch kein junges Surinam-Tier verstorben, was normal auf die Welt gekommen ist. Klar gibt es hin und wieder mal Rückschläge, aber so wie man die Sterberate sagt von vielen Hobbyzüchtern, naja, man kauft 5 Tiere und von den 5 Tieren sterben 3, würde ich nicht dafür stimmen, dass es Tatsache entsprechend ist. Also wie gesagt, ich habe damit noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Aber jetzt lang genug hergebabbelt, jetzt zeige ich euch mal das hübsche Tier. Da liegt sie. Und ich denke, man kann sagen, ich bekomme leider mit meinem Handy die Farben nicht ganz so gut drauf, aber ich denke, man kann da schon sehen, dass das Tier richtig, das ist ein Granatetier. Ich habe noch nie so ein Tier live gesehen, was wirklich so viel Lila drauf hat. In dem Alter, das Tier ist jetzt ein Jahr alt, frisst jetzt aktuell 80, 90 Gramm Ratten problemlos. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß an eurem Hobby und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und viel Spaß mit dem schönsten Hobby der Welt. Servus!